Hallo, lieber Skorpion, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung Mai 2022. Lieber Skorpion, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich hoffe mal, dass wir das hier heute mit dem Zoom hinkriegen. Ansonsten muss ich da noch mal ran. Ja, wir schauen uns mit verschiedenen Kartendecks an, um was es bei dir im Mai geht. Ich danke dir jetzt schon mal für dein Abo und für dein Like und für deine Unterstützung, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du ja, dass du das Interesse hast zu schauen, an welchen Themen du arbeiten darfst oder was im Mai auf dich zukommen möchte und was ja eventuell optimiert werden darf. Es ist ja momentan die Zeit, dass sich alles neu sortiert, neu ordnet. Das Alte fällt weg, das Neue möchte kommen, immer mehr, immer mehr, was ganz viele Menschen hier auf Lehrplanet Erde auch spüren. Und von dem her bin ich da ganz optimistisch und wir schauen einfach mal, um was es geht. Okay? So. Alle Informationen, die du brauchst für das Video, findest du unten in der Infobox, lieber Skorpion. Und ich möchte jetzt erstmal gleich losstarten, damit es für dich nicht zu lange dauert. Alle Karten sind unten in der Infobox aufgelistet. Und wenn du gerne eine persönliche Legung haben möchtest, lieber Skorpion, kannst du mich sehr gerne erreichen. Am besten ist es über WhatsApp, alles in der Infobox, okay? Danke für eure Abos, Likes und auch für die Spenden, die eingehen bei mir. Ich bin da sehr dankbar und freue mich über jede Unterstützung von euch. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier die Karten euch für den Mai mitgeben möchten. So, okay. Okay, da kommt nichts weiter. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, lieber Skorpion. Also, was haben wir hier? Ja. Die erste Karte, die sagt, dass der Mai für dich ein Monat wird, wo du selber und die Betonung liegt auf du selber in Balance kommen darfst. Ja, also hier ist es ganz wichtig, dass du darauf achtest, wieder in deine Balance zu kommen, in deine Mitte zu finden. Der Schmetterling steht auch für die Freiheit. Ja, vielleicht möchtest du einfach aus gewissen alten toxischen Geschichten raus und möchtest dich neu ausbalancieren. Ja, die Feder kann für deine Familie stehen, für deine Ahnen, die nach Hause gereist sind, oder aber auch für die Engelenergien, dass da mehr Kontakt jetzt auf dich zukommt. Ja, also das sind zwei ganz wichtige Punkte für dich, wo du bitte genau hinschauen darfst. So, mal gucken. Jo. So, und dann ist auch noch ganz wichtig, dass du letztendlich im Frieden bist. Thema ist Spaß, aber auch Musik. Das heißt, wenn du merkst, lieber Skorpion, dass du irgendwas nicht verstehst oder dass bei dir hier in deinem Leben etwas eingefahren ist oder du verspürst hier Schwere, dann mach dir Musik an, wo du tanzen kannst, wo deine innere Seele, dein inneres Kind, dass du mehr Spaß hast, dass du einfach wieder mehr in die Freude kommst. Das wird im Mai ein ganz großes Thema für dich sein. Ja, also dieses sich selbst wieder zu zentrieren, in Balance kommen, aber auch die Freude am Leben nicht zu verlieren. Wie gesagt, das kannst du machen durch Musik, dass du deine eigene Schwingungsfrequenz erhöhst. Von mir aus tanzt durch die Wohnung beim Staubsaugen oder beim Wischen oder was weiß ich. Lass dir was einfallen. Ein bisschen verrückt dürfen wir alle sein, ja, aber auch den inneren Frieden. Ja, wie auch den äußeren Frieden. Also wenn bei dir zum Beispiel im Äußeren zu viel Stress ist, dann nehme dir Zeit, um wieder in die Balance zu kommen. Suche in dir selber und wichtig ist in dir deinen inneren Frieden. Ja, schaue, was du tun kannst, um dass du glücklich bist. Ja, und wie gesagt, die Musik kann ein Teil als Unterstützung sein für dich, dass du wieder in Balance kommen kannst. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, was die Tarotkarten hier so sagen möchten. So, für die Skorpione im Mai, um was geht's hier bitte?
Uiuiui. Dann nehmen wir erstmal die. Das war die dritte. Okay. Wunderbar. Lieber Skorpion, schau mal. Auch bei dir, es geht hier bei dir um die Wunscherfüllung. Es gibt hier im Mai etwas, was du dir gerne erfüllen möchtest. Und wenn es es ist, dass du in deine eigene Balance wiederkommst, ja, oder dass du mehr Freude erlebst. Weißt du, wir müssen in der Regel müssen wir nicht alles verstehen. Wir müssen auch nicht alles tot diskutieren, sondern es ist wichtig, und auch das kann ein großer Punkt sein, hier in die Wunscherfüllung zu kommen, indem wir einfach die Dinge, um die es hier im Leben geht, einfach nur annehmen. Ja? Ich sag immer, Gott sitzt am Ruder und Gott weiß, was für uns wann richtig ist. Und hier ist es auch wichtig, auch das kann ein Teil der Balance sein, ja, dass wir wirklich sagen, okay, ich habe die Wunscherfüllung, das möchte ich gerne umsetzen, und dazu gehört es, dass ich in die Balance komme, dass ich den Frieden lebe, und das, darum geht es bei dir. So, wir haben hier zwei der Münzen. Skorpion, zwei der Münzen ist, dass du hier eine Entscheidung treffen darfst. Du bist dir aber noch nicht ganz sicher. Das ist so ein bisschen wankelmütig, ja? Du weißt nicht, sollst du das, sollst du das, sollst du hier, sollst du da. Da ist es wichtig, auch hier in Balance zu kommen. Sozusagen, wenn du kannst, versuch mal zu meditieren, ja? Um hier, auch die Karte symbolisiert wunderbar die Balance, ja? Also die Karten sprechen unglaublich miteinander. Dass du dir wirklich überlegst, okay, was kann ich tun, um hier in meine Balance zu kommen? Und eine unterstützende Hilfe kann sein, dass du hier, wenn du hier sehr viel arbeitest, ja, dass du etwas abgibst oder dass du mehr im Team arbeitest, aber auch die Arbeit und die Aufgaben entsprechend verteilst, damit du Zeit für dich hast, um in Balance zu kommen. Ja? Wenn du zu viel arbeitest, dann hast du auch irgendwann keine Freude mehr. Und das ist genau das. Also einfach so ein bisschen mehr just for fun, den Fun auch zu leben. Und das darfst du hier nach außen mitteilen, lieber Skorpion. Ja, teile deinen Mitmenschen mit, hey, ich gebe jetzt ein bisschen Arbeit ab, ich entscheide mich bewusst dafür, ja, ich entscheide mich bewusst dafür, Arbeit abzugeben oder mein Handeln und Tun so zu verlagern, ja, dass ich hier in Balance komme. Es kann auch in einer Beziehung sein. Ja, dass du hier in deiner Beziehung gerne etwas anders leben möchtest, dass du sagst, okay, wenn ich zum Beispiel jetzt hier nur arbeiten gehe und du bist zu Hause, dann mach bitte den Haushalt oder schreib mir einen Zettel, wenn ich nach Hause komme, ich weiß dann, was ich tun kann oder wie auch immer. Also das ist hier so ein bisschen auch Arbeitsverteilung, ja. Hier darf es wirklich gerecht zugehen, damit du deine Wunscherfüllung auch leben darfst. Und das ist nicht egoistisch, dass du deine Wunscherfüllung leben darfst, sondern das ist im Großen und Ganzen gesehen, damit du wieder mehr in die Freude kommst. Weil hier ist etwas im Ungleichgewicht, ja. So, also du darfst im Mai hier laut den Karten etwas ins Gleichgewicht bringen. Und das wirst du hier auch sehr wohl direkt tun. Für einige, die in einer Beziehung sind, die werden im Bereich Ritter der Stäbe ist die Sexualität, die werden hier etwas verändern. Aber das ist auch ein relativ schnelles Vorgehen. Ein Ritter ist immer sehr aktiv unterwegs. Die Stabenergie ist die schnellste Energie. Also das, was hier auf dem Tisch ist, das wirst du relativ schnell umsetzen, lieber Skorpion. Da wartest du nicht lange drauf oder du fackelst da nicht lange dran rum. Ja? Wir gucken uns jetzt mit den Lenormand-Karten die einzelnen Karten, die hier liegen, nochmal an. Das heißt, ich beginne mit 9 der Kelche. Um was geht's beim Skorpion? Bei den 9 der Kelchen, bitte. 9 der Kelche, Wunscherfüllung, und was geht's hier? Ha! Skorpion, das ist hier göttlich geführt, deine Wunscherfüllung. Das, was du hier vorhast, was auch immer das sein mag, egal ob es beruflich, Beziehung, Selbstverwirklichung oder was auch immer ist, das ist in deinem Seelenplan sozusagen geschrieben, das darf jetzt hier eintreten. Ja, die Zeit ist jetzt gekommen, dass du deiner Verwirklichung, deiner Wünsche, deiner Träume immer näher kommst. Es darf jetzt hier in die Umsetzung kommen, ja? Die Entscheidung, die hier liegt, 2 der Münzen. Um was geht es hier bei der Entscheidung, bitte? Okay. Es hat hier auf jeden Fall was mit Finanzen zu tun.
Es könnte sein, dass du bedingt durch diese Wunscherfüllung hier, dass du hier in finanziellen Dingen etwas entscheiden darfst, aber noch nicht sicher bist. Ja, mache ich das nicht, soll ich das nicht? Ja. Ja, es ist Thema, es darf umgesetzt werden. Wir haben hier die drei der Münzen, das ist die Teamarbeit. Da gucken wir auch nochmal hin. Ja, das ist aber noch etwas bewölkt. Also du bist hier dahingehend, was das Abgeben von Arbeiten, von Situationen betrifft, bist du dir hier noch nicht ganz sicher. Du bist noch nicht im Klaren, ob du hier ein Stück weit die Kontrolle abgeben möchtest. Was letztendlich aber wichtig ist, auch das hier ist ein Must-Have, um hier ins göttliche Vertrauen zu kommen. Ja, um hier zu deiner Wunscherfüllung zu kommen. Es ist wichtig, dieser Prozess darf stattfinden, damit du wieder in den Ausgleich, in die Balance kommst. Ich gehe ganz stark davon aus, dass du, Skorpion, der absolute Macher hier bist, ja. Das, was du hier gemacht hast oder das, was du tust bis jetzt, ja, das ist hier ein absolutes, ich habe die Entscheidung, ich habe die Führung, ich weiß, wo es lang geht. Und das ist jetzt aber Zeit, dass du hier wieder ein Stück weit zurücktrittst, dass du hier in deine Balance kommst, dass du mehr Freiheit lebst. Achte mal auf deine Träume oder auf Botschaften. Vielleicht siehst du irgendwo eine Feder, die auf einmal vor dir liegt, wo noch hätte gar keine Feder liegen können oder wie auch immer. Ja, auf einmal kommt hier wieder etwas in dein Leben, wo du ins Erwachen kommst. Ja, es hat hier was mit Frieden, Spaß und Musik zu tun. Es kann hier auch sehr gut sein, dass du auf eine Veranstaltung zum Beispiel gehst, ja, und einfach wieder ein bisschen mehr Freude leben darfst. Ja, wir hatten jetzt ja für viele eine anstrengende Zeit. Für viele meine ich mit denen, oder viele ist, ja, wie soll ich sagen, das sind alles die Menschen, die einfach das Neue nicht willkommen heißen wollen oder können oder die da große Schwierigkeiten mit haben, ja. Und die dürfen halt wieder in die Balance kommen, in die Freude kommen, in das Annehmen kommen, ganz wichtig. Wir haben hier, ach, der Stäbe, das sind die schnellen Nachrichten, die Kommunikation. Ja, das ist sehr schön und dem bist du auch wirklich treu. Also es ist wichtig auch, dass du in die Kommunikation gehst und dass du auch weiterhin kommunizierst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du hier Sorgen haben musst, dass du, wenn du hier etwas abgibst, was du jetzt noch nicht so siehst, weil das ist auch deine Aufgabe, die Entscheidung hier durch die Wolken durchzugucken oder beziehungsweise du siehst ja hier schon die Sonne. Ja, zu sagen, okay, es ist eine neue Zeit, es darf jetzt was Neues passieren und ich darf hier einfach auch die Last, die ich trage, abgeben. Also das hier ist echt eine Legung, wo ich sage, du hast in den letzten Wochen, Monaten und Jahren extrem viel gearbeitet. Du hast extrem viel getan. Ja, in Beziehungen hast du immer mehr getan, weil du bist auch ein Mensch, der sehr gerne die Kontrolle behält. Und hier ist es ganz wichtig, dass du wirklich lernst, abzugeben. Und das hier ist der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, du steckst den Schlüssel hier in das Schloss und auf einmal geht eine Tür auf. Und du sagst, oh, ich kann jetzt hier wie so ein Schmetterling rausfliegen. Und ich bin jetzt hier in meiner Freiheit. Auch wenn ich letztendlich hier die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich war gefangen. Ja, und auch das ist ein Zustand, an den darfst du dich erstmal gewöhnen, Skorpion. Ja, so, wir gucken mal, was die Secret K-Cards hier noch zu euch sagen, lieber Skorpion. Um was geht es hier beim Skorpion bitte im Mai 2022? Ich hätte bitte gerne eine Karte für den Skorpion, für den Mai 2022. Wir haben zwei Karten. Einmal die Westentasche. Sich bestens auskennen, eine Situation, die einem nicht unbekannt ist. Sicherheit verbreiten, Ruhe ausstrahlen,
Ja, das ist der Skorpion. gut informiert sein, Ortskenntnisse besitzen, sehr guter Orientierungssinn. Ja, Skorpion, das ist aber oftmals. Also ich kenne ganz viele Skorpione, die sehr viel Sicherheit ausstrahlen. Muss ich mal gucken. So. Ja, die sehr viel Sicherheit ausstrahlen und die wirklich gerne das Zepter in der Hand haben, die gerne der Macher sind, die wirklich fachkundige oder Fachkenntnisse haben, fachkundige Ahnung haben, wollte ich sagen. Und das ist ganz wichtig. Und das symbolisiert dich letztendlich. Du bist schon jemand, der sehr wissend ist. Und das wirst du auch im Mai weiterhin, das wirst du weiterhin leben. Ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass du hier auch eine Führungsposition hast. Ja. Also Führungsposition auf der Arbeit, aber in der Liebe übernimmst du auch sehr gerne die Führung. Ja? Nur, dass du halt etwas schwierig in Bezug von Entscheidungen im Bereich der Finanzen bist, was deine Wunscherfüllung betrifft. So, wir haben hier den Weihnachtsmann. Vorfreude, Adventszeit, 24. bis 26. Dezember. Sich etwas wünschen, jemanden ein Geschenk machen, kurzfristiges Glück, einen Überraschungsbesuch, Gutgläubigkeit, Unbedarftheit. Ja, auch das ist aber wichtig. Also es kann sein, dass dieser Prozess hier, entweder, dass du zum Beispiel seit Weihnachten mit diesem Prozess einhergehst oder bis jetzt Weihnachten, dass das einfach auch die Zeit braucht, dass du diesen Prozess in Balance zu kommen, auch wenn es noch einige Monate hin ist. Aber es ist für viele ja auch nicht gerade einfach, das Neue willkommen zu heißen. So, es kann aber hier auch genauso gut sein, dass dir jemand hier ein, oder dass du jemand hier ein, jemanden ein Geschenk machen möchtest, dass du hier überraschend Besuch bekommst. Es kann alles möglich sein, ja? Also wie gesagt, dem sind keine Grenzen gesetzt. Von der Energie her sehe ich aber eher, dass dieser Prozess doch etwas länger dauert, weil du, Skorpion, die Dinge erstmal verstehen musst. Wenn du Dinge nicht verstehst, dann kannst du die auch nicht annehmen. Und das ist genau der Punkt hier. So, euer Krafttier für den Monat Mai, meine Lieben, ist die Biene. Ja, du bist ein Teil des Ganzen. Das darfst du dir bewusst werden. Ja, also trotz alledem, dass du hier sozusagen deine Aufgaben in welcher Form auch immer etwas abgeben darfst. Du bist fleißig, keine Frage. Bienen sind immer fleißig. Das ist, steht auch so typisch für den Skorpion. Zumindest sind das meine Erfahrungen. Und ihr dürft aber trotzdem lernen, dass ihr nicht zu viel Last auf den Flügelchen tragt, ja? Also bitte, denkt immer daran, wenn die Last zu schwer wird, ihr dürft gerne abgeben. Deswegen seid ihr nicht weniger wert, sondern ihr seid genauso wertvoll. Hier ist es wichtig, dass ihr wirklich lernt, die Dinge anzunehmen. Ja, dass ihr euch auf eure Wunscherfüllung fokussiert. Wichtig ist, dass ihr in Balance kommt, ihr selber. Ja, tut euch den Gefallen und tanzt durchs Leben. Ja, bleibt friedlich. Ja, geht bitte nicht unbedingt mit dem Stachel vor. Ja, sondern wirklich die Tendenzen sind wirklich dieses friedvolle Vorangehen. Es sagt keiner, dass ihr nicht wissend seid. Ganz im Gegenteil. Ja, in dem Bereich, in dem ihr tätig seid, seid ihr wissend. Und ihr seid auch so gut, wie ihr seid. Ja, der ganze Prozess hier, was hier gelebt werden darf, also das heißt, die Wunscherfüllung, die Entscheidung dazu, das Abgeben, ja, die Teamarbeit, sich auch zu entscheiden, okay, ich bin jetzt mal hier die oder derjenige, der sich mal um sich kümmern darf. Hier göttlich geführt, das darfst du kommunizieren und auch das geht hier relativ schnell. Also es gibt zwei Gruppen, würde ich sagen. Die einen, die relativ schnell die Sache verstehen und sagen, ich sehe das Positive in dem Ganzen, ich probiere mich mal aus, ja. Und dann gibt es hier aber auch eine Gruppe, die das nicht als glückliche Fügung sehen, sondern die sich hier halt eher wirklich bis Dezember ja, die daran zu knabbern haben. Ne? Wichtig ist, dass ihr begreift, dass ihr ein Teil vom großen Ganzen seid. Das ist immer das, was ich sage. Jeder, der hier inkarniert ist, zu dieser Zeit, der wollte hier sein. Also beschwert euch bitte nicht, dass es alles so anstrengend, so furchtbar, so was weiß ich, sondern hinterfragt euch mal bitte, warum bin ich in der Zeit inkarniert? Ich wollte das. Ja, meine Seele, mein höheres Selbst möchte diese Erfahrung machen, die jetzt hier sind.
Ja, die Entscheidung dazu wirst du definitiv treffen. Auch wie stehst du zu dem Geld, kann auch hier ein ganz wichtiger Faktor für dich sein, Skorpion. Ja, wenn du hier zum Beispiel nicht weißt, ja, was mache ich? Vielleicht willst du eine Anschaffung machen, die ganz schön viel kostet. Und du sagst dir, ja, ich weiß nicht, soll ich das ausgeben, soll ich das nicht? Da komme ich um die Ecke und sage, was bist du dir wert? Ja? Also es ist immer die Frage, liebst du Geld? Was möchtest du? Wie viel bist du dir wert? Ja? Für die Zeit auf der Erde, wo wir hier inkarniert sind, ist es ganz wichtig, dass wir die Hilfe einfach nutzen, die wir bekommen. Die bekommen wir von oben. Und die dürfen wir auch selber entscheiden, inwiefern wir die zulassen, ja. Und wenn du sagst, du möchtest hier wieder mehr in Balance kommen, du möchtest einfach, auch die Balance kann hier die Wunscherfüllung sein, ja. Dass du halt einfach sagst, okay, mein Wunsch ist es wieder bei mir selber anzukommen, ja. Oder dass du hier sagst, okay, ich möchte halt im Team hier an den Finanzen arbeiten. Und dazu ist die Entscheidung da, nur ich weiß den Weg noch nicht, ja. Und das kannst du kommunizieren. Und vielleicht hast du auch hier ein sehr gutes, treues Team an deiner Seite, die halt mit dir zusammen dieses erarbeiten. In einer Beziehung ist es auch. Der Mai macht in der Regel alles neu. Ja, also nutze den Mai ruhig, um die Dinge, die hier entschieden werden möchten, wirklich auch in Balance zu bringen. Ja, und mach es mit Freude. Also du hast ganz viele verschiedene Möglichkeiten, lieber Skorpion, was du hier im Mai wirklich umsetzen kannst und darfst. Und das finde ich großartig. Ja, in diesem Sinne, lieber Skorpion, ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit helfen, wenn du bis hierhin geschaut hast. Ich danke dir sehr für dein Abo und auch für dein Like und für deine finanzielle Unterstützung. Wie gesagt, wenn ihr mich kontaktieren möchtet, alles unten in der Infobox, meine Lieben. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder, wenn ihr möchtet. In diesem Sinne, alles Liebe und danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Ciao, eure Katrin.